Hallo, Mr. Skelett. Alles in Ordnung bei dir? Vor allen Dingen, ist alles fit im Schritt bei dir? Ich hoffe doch mal. Guck mal, wie er mich schon angrinst. Er wird doch bestimmt hier oben in den Kanal reinkommen und mitarbeiten. Das darfst du aber nicht, denn du bist ein fetter Sack voll Knochen. Und ein fetter Sack voll Knochen hat hier leider nichts zu suchen. Das tut mir leid. Manchmal muss ich eben auch mal ein Arschloch sein. Also das ist... Du kannst nicht zu allen Menschen freundlich sein. Vor allen Dingen nicht, wenn die Menschen Skelette sind. Tut mir leid, Mr. Skelett da unten. Aber es ist so. Man kann einfach nicht andauernd höflich sein. Ne? Man muss auch mal hier Seelen verletzen. Auch wenn die Seelen keine Seelen mehr sind, sondern nur noch ein paar Knochen. Ging es gerade an der Tür? Ich hatte gerade irgendeiner hätte geklopft. Oh, guck mal, er fängt mit dem Let's Play an. Lass mal klopfen. Wie lustig. Da lass du dich doch gleich wieder behindert. Behindert sagt man nicht. Behindert ist man, wenn man bescheuert ist. Diese Kombination. Geht das hier runter? Ah, wundervoll, es geht hier runter. Gucken wir gerade mal, wie es da runter geht. Da poppe ich doch gleich mal wieder die Kiste vor Freude, dass das funktioniert. So, jetzt drauf da. Und zwar ohne runterzufallen. Das geht eigentlich, oder? Kommt da zu viel Wasser raus? Ich glaube nicht. Oh, hi. Alles klar? Guck mal, das war dein anderer Kollege. Und da ist Mr. Skeleton. Aber ein anderer Mr. Skeleton. Wenn du dir hier die Rechte dazu nimmst, mich hier runterzuballern, ne? Dann gibt's hier Beef, glaub mal. Dann gibt's hier Beef. So viel Beef gab's noch nie mal auf einer Fleischparty. Ja, du bleib hier weg. Du bomb dich mal mit deinem Freund da in die Hölle. Dich will nämlich hier keiner sehen. Tut mir leid. Aber es ist so. Man muss ja auch mal die Wahrheit sagen. Boah, sieht das nicht wundervoll aus mit dem Wasserstrom. Wir brauchen echt irgendeinen Shader, der ein bisschen Farbe hat. Hat jemand zufällig eine Ahnung? Moment, ich muss gerade mal das dämliche Kissen justieren. Das rutscht hier nämlich runter, weil dieses bekackte Polster hier am Abnippeln ist. Denn das Polster von meinem Stuhl ist so ein bisschen aufgerissen. Was passiert halt darauf, wenn ich meinen fetten Arsch hier wirklich jeden Tag hier drauf schwingen muss? Das Ding ätzt schon jeden Tag. Ich meine, das, was hinten rauskommt, das ätzt natürlich auch noch. Und das geht alles auf dem Stuhl, denn eine Toilette haben wir hier nicht zu Hause. Das ist alles Luxus. Nee, nicht. Also, es gibt so ein paar bestimmte Sachen, wenn man sich eine eigene Wohnung sucht. Du musst Vorkehrungen treffen, aber eine Toilette gehört da meistens nicht zu. Also, eine Toilette ist Luxus. Weißt du, jeder, der eine Toilette hat, ist Bonze. Das kannst du nicht anbieten. Und wenn ihr mir jetzt hier sagt, ihr hättet eine Toilette, dann tut mir leid, dann muss ich aber lachen, weil ich meine, das glaube ich nicht. Man muss ja dafür Bonze sein. Ich meine, wir alle sind ja nicht Bonze. Wir sind hier die Unbonzesten von allen. Deswegen haben wir einfach alle kein Klo. So ein Loch im Stuhl macht es ja natürlich auch, ne? Also das sind auch Bonzen, die sich da ein Loch im Garten graben und dann da ihr Geschäft verrichten. Aber ein Loch im Stuhl, das ist hier so eine gute Mittelklasse, ne? Ich meine, so ein Stuhl, muss nicht mal aufstehen? Der Nachteil ist natürlich, es stinkt ein bisschen. Was zur Hölle laber ich hier? Okay, wo war ich jetzt gerade? Ich weiß gerade nicht, was ich eben erzählen wollte. Wollt ihr irgendwas erzählen? Bin dann auf meinen kaputten Stuhl gekommen, weil das Polster ist schuld. Das dämliche Polster. Bringst mich einfach von den Themen ab, ey. Das wird ein Nachspiel haben, du Polster. Glaub mal. Vielleicht kommt hier wieder der Schneider und der poliert dein Gesicht durch die Gegend. Ja, okay. Ich halte die Schnauze. Keine Sorge. Ja, ich höre euch durchs Mikrofon brüllen oder durch den Bildschirm brüllen. Und auch ich spüre auch die Schläge gegen euren Bildschirm. Ich höre jetzt auf, davon zu reden. Weil ich überlege gerade trotzdem krampfhaft, was ich überlegen wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Und zwar, kennt sich irgendjemand damit aus, Shader Packs und Texture Packs, okay, Texture Packs, das Wort einmal streichen, Shader Packs ein wenig zusammen zu kombinieren, weil guckt euch das Wasser an. Wir gucken hier runter und sehen das nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn wir reinzoomen. Du siehst ja so ein bisschen, dass das wackelt. Wenn du seitlich drauf guckst, siehst du die Reflexion. Aber ich habe zwei Texture Packs. Also ein Texture Pack hat ein richtig geniales Wasser und eins hat eine richtig gute Einstellung von den Shadern her. Und die würde ich irgendwie gerne zusammenkriegen, weil da ist ja nur so ein richtiges Kackwasser. Also das von der 1.4.7, das war ja noch so ein blaueres Wasser. Ist nicht komplett blau. Also da ist immer noch so ein Stück von der Standard-Minecraft-Wassertextur drin. Das heißt, du hast da diese kleinen Striche. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese Standard-Minecraft-Wasser hat ja diese kleinen komischen Striche damit drin. Und die siehst du da drauf. Und das gefällt mir einfach absolut gar nicht. Nee. Und habe ich halt probiert, das Ganze heute mal zusammenzutun. Hat Ewigkeiten gedauert. Und im Endeffekt hat es mir nichts gebracht. Und ich glaube, ich habe gerade meine ganze Kohle auf einmal verbombt. Kann das sein? Oh, oh, oh. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo Kohle, oder?
Ich weiß, ich habe beim Haupthaus noch Kohle. Weil ich will jetzt hier nicht alles wegtun, damit ich gleich wieder in der Höhlentour wieder draufgehen muss. Vor allem in der Höhlentour wieder draufgehen muss. Nicht lustig. Aber es ist die Wahrheit. Ich muss direkt wieder aufstoßen. Ich könnte mit Holz fackeln, aber das wäre irgendwie eine Verschwendung. So, guck mal, das können wir jetzt sogar abbauen. Oh, Platzersparnis. Gerade mal nach Creepern gucken. Habe ich jetzt keine Lust drauf, dass die hier ankommen, sich zu sprengen. Und das voll in meine Visage. So, rennen wir mal hier in die Richtung und packen vielleicht die paar Steine einmal hier unten rein, denn die brauchen wir sowieso gleich. Da bringt es mir nicht so viel, dass ich das... Okay, nein. Wir bauen jetzt hier keine Scheiße. Ich nehme die Kacke jetzt mit und stopfe die in den Wanst. Eigentlich stopfe ich die oben in die Kiste rein, denn das wäre mal ganz vorteilhaft. Weißt du, ich sortiere die ganze Zeit, erzähle auch die ganze Zeit drüber, dass wir jetzt mal anfangen hier zu sortieren. Auf der anderen Seite kürze ich hier wieder ab und stopfe alles unten rein. So, weil die Steine haben wir da. Also die anderen Steine, die brauchen wir gleich für die Brücke. Da müssen wir nämlich mal gucken, wie wir das machen. Aber halt, wie gesagt, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Wäre super, wenn sich irgendeiner damit auskennt und sich vielleicht bei mir melden würde, dass ich ihm die beiden Texture Packs schicken kann. Und er die vielleicht zusammen kombinieren kann, weil das ist einfach viel zu klares Wasser. Ich meine, nichts gegen klares Wasser oder sowas. Apropos, wir sind hier eigentlich schon fertig. Der Kanal wird aber ein bisschen höher sein, sehe ich gerade, weil da ist ja hier das Wasser. Aber da machen wir auf jeden Fall mal zu, dass hier nichts durchkommt. Aber hier kommt was durch. Hm, das ist natürlich wieder doof. Was für eine Zwickmühle. Oder eine Shitmühle. Warte mal. Ich mache mal gerade die hier noch davor. Das müsste doch irgendwie gehen, oder? So. Nein, komm zurück! Kleiner Stinker, willst du mich hier runterpusten oder was soll das? So, wenn wir das nämlich jetzt noch ein bisschen verkleinern auf der Seite, müsste das eigentlich einen wundervollen Effekt haben. So, wenn ich das jetzt noch dahin kriege. Ja, wundervoll. Genau da sollte das hin. Dass da genau die Treppe ist. Die blockiert mich ja auch noch so schön. So. Es war ein bisschen wenig vom Eingang auf der anderen Seite, aber immerhin kannst du hier nicht reinkommen. Leider auch nicht rauskommen, aber halt auch nicht rein. Das ist der Vorteil daran. Dass hier so minimal rausfließt, sieht schon ein bisschen komisch aus. Und jetzt kannst du dich nur um Stunden handeln, bis ich hier zurückgekommen bin. Oh, wie wundervoll. Hier so ganz langsam lang krieche. Blum. So, mach ich hier noch welche hin. Dann ist das auf der Seite eigentlich schon wieder sinnlos, weil wenn ich das hier hin mache, kommst du hier sowieso nicht durch. Also wo ist da der Sinn davon? Ich habe keine Ahnung. Also einen Sinn, wenn du hier einen Sinn erwartest, bist du hier bei dem Falschen. Das tut mir leid. So, dann fließt das da minimal rein. Und dann bauen wir hier eigentlich einfach nur zu, oder? Bauen wir das in ein Zweierding zu? Ach, warum nicht? Machen wir einfach, weil das ist ja das Ding, was sowieso nicht offen ist. So, machen wir da wieder einen kleineren Schnitt, dass es da den Freiraum hat, runterzugehen. Machen wir vielleicht noch, Moment, einmal den hier. Warum juckt meine Nase so? Oh Gott, sie juckt. Sie explodiert bestimmt noch gleich. Das hast du davon, wenn du, keine Ahnung, Coca-Cola durch die Nase ziehst. Sowas mache ich eigentlich nicht. War doch voll lustig. Zieht euch alle Coca-Cola durch die Nase, wenn ihr das guckt. Und schreibt Penis in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt. Aber, weil ansonsten darf man das halt nicht. Aber in dem Fall habt ihr dann halt die Erlaubnis. Zieht euch keine Coca-Cola durch die Nase. Das ist eine schlechte Idee. Das ist dann auch natürlich klar, dass die natürlich wieder von mir kommt. Nee, warte, das war hier ein bisschen anders. Hier bräuchte ich eigentlich eine Treppe, aber ich glaube, ich trickse einfach gerade mal ein bisschen. Indem ich zwei von den Teilen dahin lege. Ich gerade umgedreht und bereit gemacht zu sagen, oh mein Gott. Da steht eine komische Tusse, die mich psychohaft anguckt. Ich habe ja so eine komische Horrorgeschichte mal gelesen. Von irgendeiner komischen, emotionslosen Puppe. Ich weiß es nicht. Und ich habe diesem Bild stundenlang, also der Bildpuppe, die Puppe auf dem Bild, da habe ich richtig lange in die Augen geguckt. Und seitdem habe ich dieses Gesicht sehr oft vor Augen. Leider. Ich weiß nicht, warum ich so eine Scheiße mache und warum sowas in meinen Kopf geht, aber keine Ahnung. Das ist auch so eine Creepypasta gewesen, da bin ich ja drauf gekommen. Was ja auch schon sagt, dass das nicht ernst sein kann. Aber wenn du einfach lang genug in auf irgendeine Sache drauf starrst, die einfach nicht real sein kann, wo du dir, also du denkst dir nichts dabei, aber dein Gehirn denkt dir irgendwie, nee, das passt gerade irgendwie nicht, da kann irgendwas nicht stimmen, dann prägst du dir leider ein. Und schön, dass ich da so 5 bis 10 Minuten am Stück drauf gucke. So als ob ich irgendeine Art von Kriegsheld wäre und damit irgendwas, keine Ahnung, gerade irgendwelche Leben rette, indem ich da jetzt drauf starre.
so bin ich halt. Genauso genial. Das ist ja wundervoll. Wir haben sogar noch 11 übrig. Das ist ja hier Massenfarmen eigentlich nicht. Ich wünschte, ich könnte das Ding einfach mal komplett wachsen lassen. Und dann wird's voll Kanöle wieder abgehen. Wie lassen wir das einfach machen? Weil wir haben doch jetzt schon 64 Getreide. Was brauchen wir bitte mehr? Wenn das Feld jetzt noch einmal voll ist, haben wir doch erstmal genug, oder nicht? Guck mal, dann kriegen wir das Feld jetzt nicht voll, aber ist ja auch fast voll, ne? Guck mal hier, noch ein extra. Oh, das Ding, das wird so einen Unterschied machen. Das wird unglaublich. Das wird unser Leben verändern, das wird unglaublich. Wirklich, das vertraut mir doch endlich, das wird unglaublich. So, wie machen wir das hier? Ist die Frage, ob ich das da jetzt hochgehen lasse? Okay, wir brauchen sowieso Leitern, sehe ich jetzt hier gerade. Also nicht Leitern, sondern Treppen. Aber 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 und Numero 4. Dann probiere ich nämlich gerade mal was, was relativ cool aussehen könnte. Könnte. So, und zwar, wenn wir das so machen, damit man halt sieht, dass da irgendwas drunter ist, dass man da nicht hin sollte. Obwohl ich gerade überlege, das wäre zu hoch, oder? Dafür brauche ich keine Treppen. Ja, fließ du mal hier weg, ne? Das erlaube ich ganz bestimmt. Fließ du einfach mal in den Horizont und bau dann irgendwie bei Herobrine so eine kleine Hütte aus Dreck. Denn das baut die Herobrine. Ja, da hast du genau richtig gehört, du kleiner Stinker. Du mit deinen Hütten aus Dreck, das interessiert uns hier leider nicht. Guck mal, es ist schon wird's dunkel. Es kommt hier über die Nacht der Zorn von Herobrine. Was interessiert mich? Ich habe hier Yugi-Yugi-X-Musik im Hintergrund. Da denke ich an zwei viel zu schöne Dinge. Dinger. Oh, das war ja schon nicht mehr zweideutig. Ja, da denke ich an zwei super tolle Dinger und deswegen kann uns hier gar nichts passieren. Das ist doch ganz klar, oder? Das sieht voll bescheuert aus, wenn man weiß, dass es hier absolut nicht dran gemacht ist. Was habe ich da jetzt gemacht? Oh, du bist genial. Aber guck mal, oh, hier kann man so drunter surfen. Ist das nicht cool? Dann sieht man hier so, oh wow, das ist ja gar nicht festgemacht. Vielleicht sollte ich hier noch... So. Warum nicht, oder? Sieht eigentlich cool aus. Dann kann ich hier zumindest die Treppen verwenden, die ich gerade gebaut habe. Die ich eigentlich gar nicht brauche. Machst du hier eine voll daneben. Warte, muss das hier lang fließen? Nee, das muss da lang fließen. Okay. Das ist ja alles super, dann machen wir das so. Nicht so. Sondern. So, und das bevor die Spitzhacke jetzt kaputt geht. Oder Reis ausnimmt. Das war jetzt dasselbe. So, das geht doch eigentlich. Und geht das da so lang? Wunderschön. Und dann würde ich jetzt hoffen, dass ich hier noch nach oben komme. Nee, ich ignoriere das Getreide jetzt. Nee, tut mir leid, ich ignoriere das jetzt. Ich lasse es jetzt einmal komplett wachsen und dann geht's erst los. So ist das nämlich so ein bisschen noch mit einer Halterung verbunden, weil ansonsten schwebt das hier. Weiß ich nicht, ob das so toll aussieht, ne? Oder ob das hier so förderlich wäre. So, geht das? Ja, dann gehst du hier eigentlich einfach so drüber und dann hast du hier so eine Mini-Brücke. So, nur gucken, müssen wir irgendwann die Steine da mal austauschen, weil die passen da nicht so ganz von der Farbe hin. Oder findet ihr die Pasta von der Farbe hin? Also die Steine. Die Pasta von der Farbe hin. Die Pasta nie von der Farbe hin. Ich würde... Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt vielleicht die Folge beenden sollte. Also nicht jetzt, ne? Nicht jetzt. Natürlich noch ein bisschen länger. Ist ja mindestens 20 Minuten. Sondern ich denke darüber nach, weil manchmal mache ich hier aus Versehen eine halbe Stunde lang, 40 Minuten lang. Oh, guck mal, wer der ist. Ein brennender Arschkopf. Der nur aus... Alter, der dance ja noch. Oh, ich brenne. Ja, wundervoll. Warte, was? War die hier drin? Kollege, du warst nicht hier drin, oder? Warst du hier drin? Ist hier irgendwas im Loch der Korruption? Nee, das war hier hinter. Da habe ich gerade was aufgenommen. Warte, wie kommt der dahinter? Ah, wahrscheinlich, ah, okay, aus der Höhle der Korruption da unten rausgekommen. Das sieht mega geil aus, gerade wenn die Sonne hier drauf spiegelt. Aber da halt nochmal die Bitte von dem, von eben, mit dem Shader-Mod. Ob da vielleicht nicht irgendjemand Kenntnisse hat oder sich Kenntnisse anlachen könnte durchs Internet oder Tutorials, warum mache ich das nicht selber? Ich wäre wahrscheinlich zu blöd für bin, dass man zwei Texture Packs kombinieren kann. Halt das Wasser aus dem einen Texture Pack in das andere einfügen mit den geilen Schatten und alles Mögliche. Ich habe schon alles Mögliche probiert, das halt umzutauschen und so. Aber gerade die Dateien, die dann irgendwie fürs Wasser benötigt werden, also was weiß ich. Du musst, darfst nicht das, die Wasserdateien kopieren, aber wenn du die nicht kopierst, oder nee, warte, wie war das, die Final-Dateien und diese Kompo-Irgendwas-Dateien, diese Kompo-Irgendwas-Dateien dann kopiert hast, dann war nämlich dieser Schwarz-Weiß-Fehler weg, denn ansonsten waren alles Mögliche, was mit Schatten zu tun hatte, war einfach nur pechschwarz. Wirklich pechschwarz. Und, wenn du das dann halt reingemacht hast,
dann hattest du den Fehler, dass das Wasser nicht mehr da war. Also du konntest die Oberfläche nicht sehen. Das heißt, es war einfach unsichtbar. Und das ist gerade, dass diese Kombination da ist, dass genau die beiden Sachen nicht funktionieren. Das ist so nervig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist schon ein bisschen doof, dass das so ist. Weil ansonsten hätte ich das selber hinbekommen. Weil genau die Dateien, die du dann brauchst, die ruinieren dann wieder den anderen Teil, den du noch mit im anderen Texture-Pack haben willst. Denkst du dir, super klasse. Toll. Finde ich wunderbar. Wirklich richtig toll. Ja, und ansonsten hätten wir nämlich jetzt einen richtig geilen Shader gehabt, der auch weniger leistungsfressend ist, aber nein. Nein, machen wir das natürlich lieber uncool. Und ich habe gerade vergessen, die Steine mitzunehmen, was ich eigentlich gerade vorbereitet habe. So, das ganze scheiß Dreck hier mitnehmen. Das ganze scheiß Dreck hier mitnehmen. So sehe ich auch aus, ne? Dann bauen wir nämlich schon mal die Brücke. Auch wenn ich sagen muss, wir haben schon fast zu viel. Und ich laufe gerade, ohne mich umzusehen, weil ich hier mir schon wieder an der Nase kratze. Oh, und ich habe vergessen, einen Screenshot zu machen. Was haben wir denn gemacht? So ein paar Sachen gebrutzelt und den kleinen Gang da gebaut, ne? Da kannst du auch nicht nachträglich einen Screenshot von machen. Das ist... Nee, sowas geht nicht. Das ist... Das kannst du nicht nachträglich machen. Das musst du genau in dem Moment machen. Und sagen, du hast ja wieder in den Game Mode geswitcht. Dann habe ich diesmal keine Ausrede, weil ich dann sagen muss, ja, ich muss ja irgendwie in die Luft fliegen und dann da das Ganze fotografieren. Und dann sagt ihr dann irgendwie, ja, nee, muss ja gar nicht. Wofür muss ja gar nicht fliegen? Ja, das stimmt ja natürlich. Nein, ihr würdet sowas nie sagen. Also bei euch habe ich da vollstes Vertrauen, dass ihr sowas nicht sagen würdet. Oh, guck mal, was da ist. Der Sandstein vom letzten Mal. Oh, er ist fast ja schon heilig. Alles klar bei dir? Willst du eine Kartoffel? Ja, muss ja nicht ausfallend werden. Ja, du stinkst auch nach Käsefuß. Mein Gott. Ich sehe gerade, was ich vergessen habe. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Machst du hier einmal Peng. Und machst du eine Crafting Box. Wieder einen Platz verschwendet. Was wieder absolut mein Ziel war. Dieses Ding kloppe ich jetzt einfach mal gerade hier hin. So. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen Sand mitnehmen können. Nö. Denken wir alles an alles erst nachher. So, was wollte ich jetzt machen? Erstmal Stickies. So macht man Stickies. Eins, zwei und einmal die Pickaxe da drauf. Damit die nicht gleich wieder fehlt oder sonst irgendwas. Und jetzt sind wir auch komplett voll mit dem Inventar. Heißt, das Ding kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Warte mal, sind wir da jetzt genau in der Mitte? Weil das wäre... Eigentlich ist es egal, ob wir dann in der Mitte sind. Wie war das? Zwei in die Richtung, ne? Oder drei in die... Ne, ein nach da und zwei in die Richtung. So war das, genau. Dann machen wir schon mal einen in die Richtung, weil wir wollen jetzt gerade erstmal die... Das ging schnell. Da habe ich den Platz wieder. Mir ist gerade was eingefallen. Ich werde nie im Leben so viel Platz haben, wenn ich nicht erstmal die Brücke baue und das dann mache. Okay, ich werde erstmal ein paar Steine los. Machen wir das so, okay? Das ist doch ein Deal, oder? Überleg, damit du hier nicht mehrmals was baust, müsste unten dran gehen. Hoffe ich's. Alter, das wird so schwierig, nachher da noch so ein Baugerüst mit hinzubauen und alles. Das wäre so einfach, wenn man das einfach mit dem Fliegenmod machen könnte, aber nein, das wäre ja gecheatet, ne? Das wäre ja gecheatet. Ich frage mich übrigens, wie wir das Glowstone-Problem lösen, denn eigentlich hatte ich den Prototyp mal mit Glowstone hier gebaut, aber das wird ja jetzt schlecht gehen. So, dann klatschen wir da noch was runter, damit wir das direkt komplett haben. Rede von komplett, na, drunter fehlt einfach was. So, da müssen wir nämlich nur noch zwei in die Richtung. Warum mache ich das nicht gleich schon direkt mit? Schaden kann es ja nicht, ne? Ich hoffe, das ist richtig. So, dann haben wir Seite und 1, 2, 3. Genau, dann kommt hier in die Reihe Kies. Da kommt immer, ich glaube, nach allen fünf, also unter jede Halterung, kommt ein Glowstone-Stein. Also jetzt hier zum Beispiel ein runter, dann in das... Also hier, in das Feld kommt ein Stück Glas und darunter kommt Glowstone. Das heißt, wir lassen das nach oben offen und nach unten beleuchtet das dann die Halterung selber. Also so ein bisschen so ein ausgefeilteres Konzept, ne? So wie diese ausgefeilte Musik, mit der man nur heftig mit dem Kopf wippen kann. So eine heftige Mucke. Okay, ich würde mal sagen, ich baue mich hier gerade mal so flugs nach hinten. Das ein bisschen abkürzen. Funktioniert, glaube ich, deutlich besser. Solange ich jetzt nicht runterfall, wahrscheinlich geht jetzt... Das war gut, mach das nochmal. Nicht das. Mach das bitte nicht nochmal. Weil ich jetzt gesagt habe, mach das nochmal, musst du das jetzt nicht nochmal machen. So, ich habe jetzt gerade mal so war das nicht geplant. Warte mal. Funktioniert das? Ah, wundervoll. Bei, wie heißt es? Seven Days to Die funktioniert das nämlich nicht. Wenn du irgendein Inventar hast,
Nee, irgendein Inventar-Geding. Nee, warte, war das Seven Days to Die? Es war irgendwo, wenn man irgendwas craften wollte, aber das Inventar war zu klein, um den neu gecrafteten Gegenstand dann zu empfangen, dann ging das nicht. Weil eigentlich nimmst du ja einen Gegenstand aus deinem Inventar und den verwandelst du dann. Und oh, guck mal, das Eisen. Und den verwandelst du dann halt in den neuen Gegenstand. Aber da war dieser Schritt nicht, dass der weiß, das ist gleich sowieso der andere Gegenstand. Dann wird der Platz frei, dann tauschen wir das einfach. Und dann ging das dann einfach nicht. Das ist ich gerade irgendwie hier im Kopf, aber ich weiß nicht warum. Minecraft ist ja schlau genug, um da sowas nicht zu machen. Ich sehe gerade, wir brauchen jetzt auch noch Erde, indem wir dann nämlich die Insel so weit angleichen, dass die bis hier nach oben kommt. Ich esse dann bis hierhin. Und bis hierhin soll die dann ja gehen. So, wie viel fehlen dann jetzt noch? Da fehlt auf jeden Fall noch einer. Und ich glaube, ein einzelner ist dann hier noch. Wie komme ich nach oben? Ja, ist wieder Schummeln hier. Nur am Schummeln mal wieder. Ist auf jeden Fall das erste Stück der Brücke. Das Lustige ist, das ist das kleinste Stück der Brücke. Ich habe euch ja den Weg gezeigt. Das wird ja hier komplett einmal an der Seite vorbeigehen. Ich gerade mal. Ja, das ist. Minecraft läuft wunderbar bei mir. Also eigentlich läuft es wunderbar bei mir, aber der Shader-Mod ist da so ein bisschen. Auch nicht mal der Shader-Mod. Eigentlich habe ich konstante 60 Frames. Auch mit dem Baumgedönse und hier so alles. Aber wenn ich aufnehme, da kriegt Minecraft einen Kotzreiz von, wenn ich das mache. Das ist. Der springt von 60 Frames auf 30 runter. Und das ist ein Drop. Das ist extrem eigentlich. Das von 60 auf 30, der halbiert einfach mal die Framerate, die du hast. Und nicht mal, dass er dann nur auf der Hälfte aufnimmt, was er eigentlich machen soll. Zum Beispiel, jetzt bin ich gerade auf 28 Frames. Also das heißt, der ist wirklich dann so weit unten. Wenn ich jetzt die Aufnahme wegdrücken würde, bin ich wahrscheinlich auch wieder auf 60 bis 90 oder sowas. Also schon. Schon ein Unterschied, ne? Ich habe überlegt, ob ich das mal mit Fraps wieder ausprobiere. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch mit Erfahrung hat, ob das da nicht so leistungsfressend ist. Aber ich mag Fraps nicht so. Da kannst du deine Datei, deine Stimme nicht in extra Dateien reinmachen, dass du es nachher nochmal schön editieren kannst. Weil wenn deine Stimme zu laut ist, dann ist sie zu laut oder du nimmst das über Audacity auf. Aber über Audacity kannst du nicht die Musik zum Beispiel noch mit aufnehmen. Die müsste ich sonst nachher drüber schneiden. Aber dann weiß ich ja gerade selber nicht, welcher Song läuft. Das sind alles so kleine Sachen, die da ein bisschen doof halt sind. Wäre natürlich super, wenn das nicht so wäre. Wenn Fraps sich da mal eine Scheibe von die X-Story abschneiden würde. Denn Fraps ist eigentlich echt die X-Story unterlegen. Das ist einfach so. Also wenn irgendjemand mal mit Let's Plays anfangen will und überlegt sich, welches Aufnahmeprogramm soll ich mir dann kaufen, die X-Story oder Fraps. Die X-Story. Fraps hat absolut nicht die Möglichkeiten, um, nennen wir es mal, ein professionelles Video zu bieten. Das Einzige, was er wirklich gut kann, ist einfach nur aufnehmen. Dann hat er aber auch nicht wirklich viele Möglichkeiten dafür. Er nimmt einfach nur auf. Also, das war's auch schon. Er macht vielleicht auch noch ein bisschen kleinere Dateiformate als die X-Story. Was aber auch damit zusammenzuführen ist, dass die X-Story Dateiformate mit einer höheren Qualität macht. Das heißt, da ist die Qualität nochmal größer. Dass ich das denken konnte. Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, so groß wird die Brücke sein, dann werden wir hier die Seiten noch abpolstern, also abtrennen mit den ganz normalen Dingens, wie heißt es, Metallzäunen. Das heißt, wir haben auch noch eine ganze Menge Metall, die wir holen müssen. Oh, da ist doch was, warum nimmst du das nicht? Ah, oh, weil ich ein Trottel bin. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mir... Entschuldigung. Wenn ich mir Erde hole und hier weiter mit drauf baue, obwohl ich es auch... Soll ich das? Nee, ich habe jetzt überlegt, ob ich das mit Steinen einfach nach oben mache, aber ich würde sagen, dann machen wir hier so ein bisschen die Bäume weg und erhöhen einfach die Insel, dass es aussieht, als ob das dann hier mit drauf liegt, oder? Weil das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Ja, und dann müssen wir dann nochmal den Weg bis nach da hinten machen, damit der provisorisch schon mal fertig ist. Und dann fangen wir auch direkt mit den Halterungen an, denn ansonsten sieht das ja sehr physikdämlich aus, nennen wir es mal so. Weil... Das wird schon leicht bescheuert aussehen, wenn da einfach so eine richtig fette Brücke ist, die da einfach nur schwebt. Die hat auch kein Gewicht oder so, ne? Nö, also Gewicht. Was ist denn schon Gewicht hierbei? Ich glaube übrigens, ich habe hier schon den ersten Fehler gemacht. Und zwar, dass ich da unten mit normalen Steinen gearbeitet habe, obwohl ich das eigentlich abrunden wollte, weil es ja eine Brücke ist. Das heißt, da eigentlich mit angesetzten Treppen arbeite. Muss man gucken, bevor ich jetzt die Seite fertig mache. Das könnte nämlich ansonsten alles eskalieren. Wie gesagt, hier kommt Kies rein und anderes Gedönse. Wer sich jetzt fragt, warum macht er diese Scheiße hier? Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir pennen heute auf dieser Brücke. Bis zum nächsten Mal. Fünfte Mal oder so habe ich das jetzt schon gesagt. Kommt noch ein sechstes Mal. Alle guten Dinge sind drei, aber diesmal machen wir sechs raus.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Du bist ein toller Küsser und jetzt werden alle Ladies in diesem Raum geküsst. Ohne Ausnahme. Und auch der Typ mit dem Wackelarsch. Oh mein Gott, komm mal nur zurück. Gott. Dämlicher Sand, Mann. Nein, 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 nein. Wait, das ist... Ah, ich werde mich gar nicht mit diesem Volltrottel abgeben. Ah, das passt doch noch perfekt zu Pizzeria Pizza Foundry. Du sehen sehr gut aus, aber du bitte nicht in mein Gesicht. Dann ich auch werde schreiben mit dir Pizzeria Pizza Foundry.